Hi und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, einem neuen Daily Vlog. Freut mich, dass du wieder dabei bist, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Melanie. Heute haben wir wieder einen mega geilen sonnigen Tag und ich habe Schlumperklamotten an. Das heißt, wenn ich solche Sachen anhabe, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Richtig, wir gehen zu den Hunden. Ich sehe nichts. Ich habe gerade mein Fahrrad rausgeholt. Es ist schon wieder so unglaublich warm, also heute wird richtig ein geiler Tag. Außerdem, Geheimtipp, heute hat unsere Eisdiele wieder offen. Wir gehen heute noch Eis essen. Das beste Eis, was es gibt. So eine Braven. Was? Lass sie Sitz machen. Was? Sitz. So, eine Stunde später wieder auf nach Hause. Die Sonne blendet. Wo fahren wir jetzt hin? Also wir fahren jetzt Eis essen und der Toni kommt mit. Oh, die Sonne blendet. Der Toni kommt mit und es ist wirklich ein kleiner Geheimtipp. Unsere Eisdiele hat zwar nur alle zwei Wochen auf. Dafür ist es dann mal rappelvoll und das Eis schmeckt so gut. Kein anderes. Deswegen fahren wir immer, sobald die offen hat, immer dahin. So, Toni ist da. Wo gehen wir jetzt hin? Eis. Nicht nur Eis. Was für ein Eis? Leckeres Eis. Das Beste, was es gibt. Da gibt es bestimmt noch besser, aber das Beste in unserer Umgebung. Auf jeden Fall. Lüg nicht, das ist das beste Eis, was es gibt. Da schmeckt Tomateneis, wollte ich gerade sagen. Da schmeckt Erdbeereis wie Erdbeeren. Als würdet ihr in eine Erdbeere beißen. Also nicht chemisch, sondern richtig wie Erdbeeren. Ich liebe Schokominzer. Schokominzer. Das Coole ist, es gibt immer so außergewöhnliche Sorten. Mal gucken, ich bin echt schon gespannt, was es heute gibt. Ja. Drei? Ja. Auf drei. Und dann irgendwann mal einfach Lost Places besuchen hier in der Nähe. Das hast du von mir mit den Lost Places. Was? Das hast du von mir mit den Lost Places. Ach, in der Nähe hier gibt es bestimmt schon welche. Warst du auf Geisterjagd? Ah ja. Wird lustig, denke ich mal. Wir müssen mal was Gruseliges zusammen machen. Kann man gerne machen. Ich habe Lust, was auszuprobieren. So sieht es hier bei uns aus. Es ist so schön hier. Ich bin so glücklich, hier zu wohnen oder wohnen zu dürfen. Ja, es kommt jetzt. Es ist das Leben, wenn man immer Bäume. Es kommt der Rasa. Das war auch, wo wir kleiner waren. Waren wir mal mit so einer Gruppe bei unserem Schloss hier. Da haben wir irgendwo, da war ein Keller, Tür. Und in dieser Kellertür war ein Fenster drin. Und bei diesem Fenster haben wir reingeguckt, da haben wir auf einmal gelbe Augen gesehen. Gelbe Augen? Ja, die sind alle weggerannt. Ist ja gruselig. Oh, wenn Abend ist und man gelbe Augen sieht.
schon interessant dann. Und ihr seid sicher, dass es nicht nur irgendein Tier war oder sowas? Hätte es auch sein können, aber in dem Moment dachten wir einfach nur schnell weg. Ja, da hast du wohl recht. Ich würde auch die Beine in die Hand nehmen. Ja, und jetzt wollen wir irgendein Lost Place. Hier in der Nähe soll ja so eine Hexenhütte sein. Eine Hexe? Was? Im Wald irgendwo. Wo? Hexenhütte? Im Wald irgendwo. Aber wisst ihr ungefähr wo? Ja, das wissen wir ungefähr. Und in welche Richtung? Zeisholz. Ah, da hat's geraschelt. Zeisholz, eine Hexenhütte. Ah, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ich bin mir aber nicht sicher. So, wir sind gleich da. Hup, hup. Ab durch die Hecke. Bestes Eis. Was steht da? Der Garten ruft, die Sonne lacht. Hier gehen Mango und gehen wir runter. Genau. Quitte, cool. Das ist mein Gehirn, funktioniert noch nicht so ganz. Warum? Schläfst du noch? Ja. Was magst du am liebsten? Oder also Schokomünze, aber jetzt mal gucken, Kekse. Kekse. Ich glaube, ich nehme Mango, Kiwi, Erdbeer und oder Quitte. Bleiben wir in der Sonne? Oh ja. Wo ist das denn? So. Also. Ich bin ja schon aufgegangen. Ich habe Mango, Erdbeere, Quitte und was war es noch? Kiwi. Du hast? Keks und Zitrone, Basilikum. Keks und Zitrone, Basilikum. Das war Kokos und? Buttermilch. Kokos und Buttermilch. Das ist es sogar noch. Das ist sogar immer noch cool. Jetzt geht's wieder los, jeder. Oh, kalt. Jeder kostet bei jedem. Das Zitrone ist echt cool. Zitrone, Basilikum. Ich kommt mal bei dir an das andere schon ran? Keks. Hier sind sogar richtige Keksstücken drin. Schmeckt? Ja. Es ist so warm. Was, Toni, was denkst du, wie warm ist es? Auf jeden Fall 20 Grad, ne? Mindestens. Ich würde sogar um die 25 schätzen. So viel auf jeden Fall noch nicht. Also ich würde sagen 21 Grad vielleicht. Ich gehe davon aus, wie warm es allgemein ist. Das ist direkt die Sonne. Ja, die Sonne ist immer wärmer. Kann sein. Also die Sonne ist auf jeden Fall so warm, dass ich hier sitzen kann mit... Oh Gott, wie blass. Es wird Zeit, dass es wärmer wird. Also die Sonne ist auf jeden Fall so warm, dass man hier wirklich mit so einem kurzen T-Shirt sitzen kann. Ohne dass man friert. Richtig gut. Meine Kante ist jetzt übrigens auch fast weg. Heute sieht das schon etwas besser aus als gestern. So, jetzt muss ich mehr essen, sonst läuft gleich weg. Wie schon fertig? Ich habe gerade mal angefangen und du bist schon fertig. Wie kannst du Eis? Sag mal, friert dir nicht dein Hirn ein, wenn du so schnell Eis isst? Nö. Hirnfrost habe ich nicht. Hirnfrost. Die Hirn. Alles klar, ich bin nach einem Becher. Die wissen alles. Ja. Ich bin nach einem 2-Euro-Becher Pappen satt. Und Toni isst einfach noch einen zweiten. Wo isst du das hin? Na, hat er Glück gehabt, dass er von 10 Euro einstecken hat. Guck mal da hinten. Guck mal da hinten. Ich guck doch bei mir angelaufen. Toni? Na, vorne waren ja uns wie so eine große Erdbeeren. Und das ist auch Toni. Na, das sind hier Krügersch.
Okay. Es war nicht so lustig, wie es eigentlich ist. Toni ist übrigens schon wieder weg. Ich weiß nicht, warum wir das immer verpassen, dass Toni nie Tschüss sagt. Irgendwie verpassen wir das immer. Wir haben gerade Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Und jetzt sind wir hier am Teich und füttern gleich die Fische. Da zeige ich euch mal was Lustiges. Passt mal auf, wenn es gleich losgeht. Da ist so ein Karpfen, der reißt immer, der stellt sich so quer hin und reißt immer den Schnabel richtig auf. Ich bin jetzt zu Hause. Wie gesagt, Toni, der ist leider schon wieder weg. Also er sagt euch heute nicht Tschüss. Aber ich tue das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar. Und dann werdet ihr das nächste Mal mit ein bisschen Glück begrüßt und erwähnt im nächsten Video. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren, denn hier kommen täglich und wirklich täglich Videos und dann verpasst ihr nichts mehr. Außerdem würde mich das sehr unterstützen und auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!